Hallo Chat. Moment, ich muss wie immer etwas vorbereiten. So, geht sofort los. So. Neues Overlay, schick, Dankeschön. Ja, alles glänzt so schön neu, nicht wahr? Ich habe auch ein neues Opening gemacht. Oh, das kann ich nicht. Ich glaube, so ist besser, ne? Neues Opening, neues Overlay. Ich hatte jetzt halt Zeit, was zu machen. Gestern Abend habe ich das Video für Carpe Noctem gemacht und heute im Prinzip das ganze Overlay, den ganzen Warlock Shizzle Bang. Das heißt, die letzten 12 Stunden waren mehr oder weniger ausschließlich Channel und Twitch Shit. Ach ja. Und jetzt? An einem wunderschönen Freitag kümmern wir uns mal um die Warlock-Gotr. Jetzt den Counter anmachen, dass ich auch die PTSD beeinflussen kann. Live und direkt. Und ich habe Limali off-cam entwickelt. Ich habe extensive kommentiert, ganz brav. Das hast du sehr gut gemacht und das habe ich gesehen. Ich hatte bloß leider noch keine Zeit, darauf zu reagieren, wirklich. Aber das kommt noch. So. Heute ist das Game Link Kabel und Mario gekommen. Das heißt, ich hätte tatsächlich nur sehr, sehr knapp die Möglichkeit, Limali zu entwickeln. Was ich allerdings sogleich tat, wie man hier sehen kann. Limali Level 19, ein wunderschönes Simsala. Diese Werte, diese Initiative, damit können wir arbeiten, damit werden wir arbeiten. Müssen. Ich bin so ernst, yes. Simsalimalise is in the house. Exactly. This is gonna be good. Und DJ Bobette ist auch dabei. So. Ich begrüße nochmal ganz förmlich und offen Limali, Chimeraklaw, Jojo, Coco. Und ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Limali, Chimeraklaw, Coco, Jojo. Ja, wird schon irgendwie hinkommen. Essie, Britta und Edi sind noch offen für Pokés vom letzten Mal. I know. Essie will irgendein Flug-Pokémon werden, glaube ich. Britta, irgendeins. Und Edi wird gesetzt, zickzacks. Nichts anderes wird akzeptiert. Und ich glaube, das letzte Mal haben wir uns um Team Aqua gekümmert. Ein Graphitport City. Yes. Und können jetzt weiter Richtung Norden ziehen. Ich gucke mal mein Team an. Ich gehe lieber trotzdem nochmal in das Pokémon Center, auch wenn ich volle KP habe. Takleon oder Seemops, okay. Ich meine, ich habe die Zeit auch extra auf Ebbe gestellt, damit ich in Zweifel in die Höhle kann. Also tiefer rein. Aber da Seemops nur auf der unteren Ebene spawnt, wird es sehr unwahrscheinlich. Eher Knackleon. So, gibt es hier noch irgendeinen geilen Shit? Ich werde auch im Kampf Cup. Man könnte unter Beweis stellen, aber vorher muss ich mir eine Pokémon fangen. Nicht einfach nur. Oh. Oh, hey, wenn das nicht Inferno ist. Lass mich raten, Inferno. Du stellst dich der Herausforderung im Kampf, Cup? Yeah, eine gute Idee. Eine wirklich sehr gute Idee. Denn ein starker Trainer ist wie geschaffen für das Kampfcamp. Gib dein Bestes.
Wenn auch Sie auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer sind. Dann kommen Sie zu erlebnis18.de! Ich glaube, den Joke habe ich schon mal gebracht, ne? Ah, unser Stalker, yes. Pokémon Center war ich. Was habe ich an Items dabei? Bisschen Heilung. Ah, ne, ich habe Sprudel. Nevermind. Und es steht der Kampf gegen unsere Rivalen bevor. Und wenn ich richtig informiert bin, eröffnet sie den Kampf mit einem Weilmar. Vorher kommt aber noch eine Tussi mit Plusel und Minon. Ich will Chimera, glaube ich, noch weiterziehen. Wer trägt den EP-Teiler? Matze. Ich habe tatsächlich Angst vor der Elektro-Arena. Ich weiß, ich habe Jungglut und Feuer und... Oh! Oh, Inferno! Ich dachte mir schon, dass ich dich hier treffe. Und wo mag Maike sein? Ach so, ihr beiden seid nicht zusammen unterwegs? Ich habe schon davon gehört. Dein Pokénav ist mit dem Trainer-Rufsystem ausgerüstet. Dann werde ich dich in mein Pokénav-Verzeichnis eintragen. So kann ich deinen Pokédex beurteilen, auch wenn du weit weg bist. Yeah, mehr Telefonnummern von älteren Männern. Inferno. Bitte achte ein wenig auf Maike. Nun muss ich mich aber beeilen, man sieht sich, Inferno. Okay. Da kann ich nicht rein. Den Encounter hier hatten wir schon, ne? Ja, ziemlich sicher. Oh, ein Doppelkampf. Nani. Oh, die hat Plusel, hundertprozentig. Boah, wenn er Minon hat, könnte das echt ein Promble werden. Ah, lieber Einzelkampf. Ich würde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Ja, das ist die mit Minon, glaube ich. Plusel. Ist sie einfach beide? Sie hat wahrscheinlich einfach beide. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sehr du rasierst. Das ist schon gut rasiert. Dafür kriegst du halt auch einfach eine physische Attacke ab und ist Feierabend. Nicht so eine physische. Nicht ein Ruck zu geben von einem Plusle. Plusles. So, Limali. Oh, Kabelsalat. Limali ist Pokémon Nummer 4. Ich muss tatsächlich auch ein bisschen mit Limali jetzt machen, weil sie ist die Einzige, die wirklich kämpfen kann. Chimera Claw kann auch kämpfen, aber Chimera Claws PTSD-Counter ist zu weit unten. Beim Limali ist es halt eben nicht der Fall. Ich bin unzufrieden mit meinem Damage, das kann ich besser. Ist das so? Ich finde, das ist sehr solide bei einem Pokémon, das ich gegen ein Pokémon, das ich nicht entwickeln kann. Ja, heul mich mal ruhig an. Gar kein Problem. Ich habe nicht mal einen Paralysezug gehabt. Sehr nice. Oh, Schönheit reicht nicht aus. Nee. Das war schon sehr nah dran an einer Pokémon-Präsentation. Ich möchte dich so oft wie möglich als Publikum haben. Okay. Immer, die ist jetzt paralysiert. Habe ich einen Paralyzer dabei? Was für eine Stärke hat Psychstrahl 60? Ich meine, das sind nur 10 mehr. Alles besser als Psywele. Ich glaube, ich nehme mal den EP-Teiler von Matze weg und gebe ihn. Moment, da fehlt noch ein Minus. Und gebe ihm an Jojo. Weil Jojo mir sehr viel nützlicher sein wird in der dritten Arena, falls ich auf Jojo zurückgreifen muss. Und wenn es nur als Damage-Tank ist. Kann Matze mich hier normal attacken für den Seidenschal? Nö. Wenn süße Pokémon sich gegenseitig helfen, es gibt keinen
lieblicheren Anblick. Ich finde die männlichen Pokéfans immer mega creepy. Ja, der hatte einfach. Ja, der hatte Minun. Der hat Minun und Plusel und sie hat Plusel und Minun. Das wäre ziemlich, ziemlich. Es hätte brenzlig werden können, sagen wir es mal so. Mit der Fähigkeit Minus und Plus. Da buffen die sich einfach gegenseitig hoch und dann wird von deren Seite aus rasiert. Ich meine, bei Limali hatte ich nicht mal großartig Angst gehabt wegen der Spezialangriff- und Verteidigungswerte. Aber gegen so ein Vivien? Ich habe nicht vor, auch wenn Vivien für mich Zielscheibe spielt, habe ich nicht vor, Jojo so schnell zu verlieren. Okay, waren beide kurz von dem Level up. Nehme ich. Ich muss mal kurz das Kabel hier umlegen. Wären Doppelkämpfe für PTSD nicht effizienter? Warum? Es ist dieselbe Anzahl an Pokémon. By the way, habe ich jetzt einmal zu viel runtergedrückt. Darum habe ich es jetzt einmal hochgedrückt. Ich möchte es nicht jinxen. Ich besiegte Trainer. Besiegte Pokémon. Ich meine, es hätte sich vielleicht anders aufgeteilt. Maybe. Hast du kein Mitleid? Nee. Achso, ja, oben rechts seht ihr jetzt eine In-Memoriam-Spalte. Ich hoffe, dass wir sie nie brauchen. Irgendwie im Kopf, es wären Kämpfe und nicht Pokémon. Das wäre zu schön. Rätsel aus gibt's auch noch, da kann ich auch noch trainieren. Das sind so Sachen, die ich während des Speedruns naturally niemals gemacht habe. Spürst du die wohlige Berührung unseres wohltuenden Wohlgeruches? What? Wundert mich, dass sie zwinkern darf, dass sie nicht zensiert wurde. Hackst du PTSD-Opfer zu den Toten oder kriegen die Links seinen eigenen Platz? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde den Links seinen eigenen Platz geben. Weil sie sind ja nicht wirklich tot. Wow, er hat das überlebt! Limali? Damn. Roselia ist gar kein Problem, hoffentlich. In Speedruns ist Roselia mega scheiße, weil man immer mit Swampert durch die Gegend läuft, aber so nehme ich. Aromatherapie ist eine Form der mentalen Kur, die mit Düften arbeitet. Okay, Creep! Ich glaube, in den Doppelkampf gehe ich einfach mit Jojo rein. Jojo und Limali. Yo, wir kämpfen als Team. Sind das die Zwillinge Nora und Joe? Oder Jo? Yes. Gibt's in jedem Pokémon. Zumindest in vielen. Ah, genau das, was ich vermeiden wollte. Ah. Oh, wow. Wow. Das sind die AI-Champions, meine Freunde. Rechte Hand hat Prio, ne? Wow! Wow! Was war das?
Ihr bekommt halt jetzt dreifache Erfahrungspunkte, was halt sehr geil ist. Also drei Viertel Erfahrungspunkte vom Kampf. Wow, Jojo, wow. Wow. Ich dachte, den PTSD-Counter kriegst du ab, aber du hast dich dazu entschlossen, ein KP übrig zu lassen. Wirklich, wir sind viel besser geworden, das beweisen wir dir das nächste Mal. Ja, und jetzt haben wir Telefonnummer von Kindern. FBI, open up! Ich meine kurz die Konfusion AP testen. Ich hatte in keinem Playthrough Probleme gegen die Kombi. Ja, weil sie. Vermutlich, weil sie rechte Hand gespammt haben. Oh wow, Konfusion hat 25 AP? Wieso habe ich an 10 gedacht? Ich meine, das ist Psychokinese, aber. Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig. Nur keine Scheu, ich zeig's dir. Okay, Creep. Na, Eneko. Ich mag Eneko nicht. Ich mag das Design nicht. Das Vieh sieht aus wie aus Plastik. Ich mag die Fähigkeit von dem Vieh nicht. Und es ist eine Katze. Ja, sehr gut. Schön zerdrücken, das Tier. Ist ein bisschen Geld in die Kasse gespült. Ich muss dafür sorgen, dass du dir mein wunderbares Pokémon bald wieder anschaust. Okay. Dadurch, dass sie einen automatisch ansprechen, gehe ich mal davon aus, dass im Gegensatz zu Gold hier die Anzahl der speicherbaren Nummern endlos ist, hoffentlich. Also was ist endlos? Es gibt halt, kann halt alle Trainer abchecken. By the way, dieser Trainer ist super scheiße, den lasse ich mal aus. War die Lücke da oben schon immer? Er hat nämlich nur Carpador und die Nerven. Das sollte Jojo schaffen. Ich bin jetzt neugierig. Die Lücke ist da oben normalerweise nicht. Oder? Ach, meine Angelschnur hat sich verheddert. Jetzt bin ich frustriert und wütend. So, und du darfst es ausbaden. Ich hasse diesen Trainer. Wegen ihm kann man nur sehr unausgecheckt diese Abkürzung in einem Speedrun zurück nach Metaross City? In Metaross City war die siebte Stadt, ne? Oh, Tentacool. Es war so klar. Es war so klar! What? Volltreffer! Die Vergiftung jetzt noch die Krönung. Ach komm, fick dich doch. Fick dich doch. Ohne Witz. Den Trainer schafft Jojo. Verwirrung und Volltreffer sind die Jojo-Erfahrung. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Das habe ich schon sehr oft selbst auch erleben dürfen, nicht wahr? Ach, verloren. Nun bin ich noch wütender. Ja, frag mich mal. So, ich wollte schon Gegengift geben. Da bin ich letztens 7-mal selbst verletzt in Saphir. Was machst denn sowas? Kann auch kein Item. Strange.
Wenn du von hier das Meer überquerst, nimmst du die Abkürzung nach Rosalstadt. Hahaha, ha, ha. Auf jeden Fall ist dieser Spasti hier. Ah, ich koche vor Wut, Mann, grr. Dieser Spacken hier. Man kann nicht an dem vorbeilaufen, ohne dass er einen angreift. Also, man kann es bestimmt mit zicken Frame-Moves. Aber ich kann es halt nicht und darum regt er mich immer auf. Oh, by the way, bis jetzt sind Bild und Ton synchron. Ein Rhyme, ein Sticker vor allen Dingen. Keine Audio-Vorhersagen mehr, sehr gut. Was, grr? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever. Sieh und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Hohn. Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Hahaha, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern. Otr. Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt hier hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Ist die erste Herausforderung nicht, Zerschneider? Ja. Immerhin einen Trainer können wir hier herausfordern. Los geht's! Ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebahnt. Musik aus dem Panic. Junge, Panic als Weckton wäre auch sick. So, ist Vivian schon selbst Typ normal, by the way? Nein. Das heißt, ich kann von seinem Spezial, von seinem hohen Angriff keinen Gebrauch machen. Also schon mit Tackle, aber ohne Step. Und bis hat eine Flinch-Chance. Hm. Wenigstens überhole ich. Oh yes! Oh yes! Jojo zerknabbert das Gemüse. Ah, okay. Wow! GG! Easy game! Ja, was immer? Nein, leider nicht. Schade. Pfeiltasten durchswitchen. Jojo versucht Schnüffler zu erlernen. Ja, coolio! Richtiger Premium-Move. Dann lieber Jaula. Und sein Wirblis. Warum nimmst du das so ernst? Weil es nicht hier um Leben und Tod geht, Bisch. Ich werde des Hackens und Schneidens nie müde. Okay. Wird flex, aber okay. Ja, wir haben keinen Zerschneider und ich sehe nicht einen Attackenslot für Zerschneider zu verschwenden. Mm-mm. Angriff plus. Das habe ich nicht. Da ist nicht die Audio asynchron. Das weiß ich aus dem Kopf. Ich habe hier im hohen Gras einige coole Pokémon gefunden. Stalunia, cool. Ah, und ich, das ist erst in den neuen Generationen normal, ne? Aber der Damage war okay. Dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Oh! Crit und das wäre vorbei gewesen. Mm-mm. Okay. Josef, alte Säge. Schön, dass du es auch geschafft hast. Doppelkick. Schon mal ein guter Damage-Test gegen... Mm. Aber es kann in der Attacke nicht mehr passieren, ne? Nein. Statik. Statik wird so ein behindertes Problem sein später. In der Arena.
Oder es wird wieder so eine Nass-Knet-Situation. I don't know. Mit Pokémon zu kämpfen, die man gerade erst gefangen hat, ist verdammt schwer. Das ist kein... Ist das eine neue Route? Können wir hier mal gucken, bitte? Ich kann trotzdem schon mal anknabbern. Fünf ist voll viel. Es ist eine neue Route, auf der ich mich gerade befinde. Guck doch mal bitte. By the way, 4.999 Aufrufe auf meinem Kanal. Noch ein Aufruf mehr und wir haben 5.000 Aufrufe. Alles Gute, 110. Okay. Dann wird das geknuspert, das Tier. Eine ziemlich feste Kartoffel. EXP-Output war auch nicht schlecht. Ich laufe mal zurück. Ich möchte nämlich das Pokémon Center benutzen. Ich hab so Schiss vor Maike. Ohne Witz. Wow, gerade der Ton weg, ich hatte Angst. Ob ich gleich mit Limali leaden soll? Weil ich nicht weiß, ob ich einen Safe Switch in... Wie heißt es? Hydropi. Morabbel. Ob ich einen Safe Switch in Morabbel reinkriege? Und das Problem ist, Morabbel ist Typ Boden und kann zu dem Zeitpunkt schon Lehmschuss. Und Lehmschuss ist sick. Lehmschuss benutzt man im Speedrun für die komplette Zeit des Runs. Bitte vielleicht Matze helfen. Typ Flug. Okay, sie hat als Wasser-Pokémon schon ihren Starter. Da wird sie als Feuer-Pokémon wieder Kamaup haben, aber was ist denn das Pflanzen-Pokémon? Knilz? Das ist bestimmt Knilz. Mit wem leadet sie? Wahrscheinlich mit Knilz. Und Mats hat Absorber. Den Kampf durch Papinella starre Spore gewonnen. Ja, der Absorber hat eine vierfach Effektivität. Sie liegt bestimmt mit Knilz. Oder mit Kamaup. Ey, mit Knilz. Sie liegt und nur Briggs liegt mit Kamaup. Darum muss man in dem Run ein Mädchen nehmen, by the way. Aber egal. Also es ist für einen Speedrun gut, wenn er mit Kamaup leadet. Kann man auch keinen Heuler kann. Weil man aber schon und man muss sich am Anfang des Kampfes mit X Drogen vollballern. Aber das geht ja hier nicht. Ich darf ja keine Items verwenden. Wajo gegen Knilz, das ist mir zu fuckery. Dann leade ich lieber mit Limali. Ich leade mit Limali. Mach das Knilz platt. Wenn dann Kamaup kommt, hoffe ich, dass ich Kamaup platt machen kann. Und hier liegt ein Hyperheiler. Und hab dann Swampert, also Morabbel, und kann dann in Papinella reinwechseln.
kann die Kombi Giftbruder Egelsam gegen alles empfehlen. Und es ist jetzt leider nicht so, dass ich das bulkieste aller Teams vorweisen kann. Das ist ein Problem. Aber gut, nützt alles nichts. Hey Inferno, wir haben uns ja schon lange nicht gesehen. Während ich auf der Suche nach weiteren Pokémon war, sind meine Pokémon stärker geworden. Daher, wie wär's mit einem kleinen Kampf? Ja. Nee, eigentlich ungerne, aber... Oh. That's new. Sternschauer ist physisch. Okay, Psystrahl ist gut. Level 18 ist auch nicht schlimm. Okay, hier kommt Morabel. Wir hoffen mal, boah, ganze 25% mehr Levelpunkte als Matze. Wir hoffen mal, dass er für Lebensschuss geht. Geduld! Nehme ich! Ich habe keine Attacke. Egal. Wir machen es langsam, auch nicht schlimm. Warum erzeugt Energie? Ja, mach doch! Mal gucken, was eine vierfache Effektivität ohne Step auswirkt. Müsste jetzt Stärke 60 sein. Oder nicht Stärke 8. Ne, mal 2 mal 2. Ich ist dumm. Oh, das hat nicht so wenig gemacht. Aber ist nicht schlimm. Ich habe Absorber. Das hat jetzt wie viel abgezogen? 17? Oh, damit sind wir gerade so außerhalb der... Ha! Du Olle! Du Nichtskönnerin! Oh, geil. Wir waren nämlich immer noch ziemlich mies in der Crit-Range. Jetzt sind wir es nicht mehr. Ich meine, der Rival-Trainer setzt nie... Oh! Setzt nie Tränke ein. Nö. Und das ist Matzes erster Kill. Ah, Schneckmark. Unangenehm, aber nicht so schlimm. Komm, Chimera-Klau, mach auch mal was. Ach so, Typ Kampf. Ha! Bisch! Flammkörper dürfte keine Wirkung haben, oder? Easy GG, Gott sei Dank. Sag doch, Papinella regelt. Ich habe das nie angezweifelt. Wow, Schneckmark gibt sehr wenig Erfahrungspunkte. Ach du Schande, du bist besser, als ich gedacht habe. Yes. Oh. Das kam überraschend. Irgendwas mit 20 gerechnet. Aber ja, nehme ich. Und neues Opening nächste Woche. In jedem Fall. Aber, und, weiß ich nicht, 5, 6 Stunden. Vielleicht auf 4 mal gucken, wie der Stream so läuft. Ohne Entwicklung wäre auch etwas arm gewesen. Ach, Mikro, fuck mich nicht ab. Könnt ihr mir mal bitte 8000 Euro giften, damit ich mir einen geilen Mikrofonständer kaufen kann? Ach, unkorrekt. Mega unkorrekt. So. Tut mir sehr leid. Es wird auch immer schlimmer mit diesem Scheißteil. Es wird immer schlimmer. So, jetzt muss ich mir kurz Magna einziehen. Ich habe mir halt, wie gesagt, so Vorbereitung und so, eher so nicht so
Agnien. Was an den Werten vorbei scrollen. 420. Oh, it's not that much. Dann lasse ich gleich mal die Graphics-Seite auf. Macht ja Sinn. Wir brauchen Spender für den Ständer. Yes. Please. Mein Ständer ist so schlaff. Ah, schön. Schön schlecht. Kurz rechts zuppeln. Hör auf zu snappen! Hör auf zu snappen! Das ist okay. Okay, Techno-Jojo geht ab. Okay, das heißt, sofern kein neuer dem... Was habe ich verpasst? Nichts. Doch, Jojos Entwicklung. Hallo, Brother Nox. Das heißt, sofern ich es nicht geschissen kriege, ein neues Pokémon zu fangen, stehen in diesem Team auch nur noch zwei Entwicklungen aus. Kapador und Logok. Nur einen Dick-Joke, yes. Inferno hast du auch fleißig trainiert. Du hast auch fleißig trainiert, nicht wahr? Ja, würdest du bitte meinen Input nehmen? Das wäre richtig sick. Danke. Ich denke, du verdienst eine Belohnung. Hier, das ist von mir für dich. Das ist ein Detektor. Probier ihn mal aus. Wenn irgendwo ein Item versteckt ist, gibt er ein Geräusch von sich. Bis zum nächsten Mal. Das hört sich aus meinem Mund zwar blöd an, aber bis dahin solltest du viel mehr trainiert haben. Es hört sich aus deinem Mund blöde an. Was weißt du schon, du Olive? So. Matze braucht ein bisschen Heilung. Den Schutz spare ich mir mal. Die Erfahrungspunkte, die wir hier bekommen, sind gar nicht so schlecht. Dann ist nämlich mal Chimeraklon nach vorne. Nein, nein, ich will Jojo mal ausprobieren. Ich gucke mir mal seine Werte an. Der Bedroher ist halt sehr sexy, ne? Wenn man einfach einen starken Attacker hat, einfach einwechseln. Und der ist jetzt auch Typ normal. Nein, er ist Mono undicht. Warum denke ich immer, dass er Typ normal ist? Egal, Initiative. Quese. Angriff ist gut, aber ich kann ihn nicht nutzen, weil Unlicht noch speziell ist. Ich kann halt auf den Flinch hoffen. Spezialverteidigung slightly better als Chimera. Spezialangriff ist Quese. Okay. Dann gebe ich zumindest mal den EP-Teiler an Matze weiter. Wenn Jojo jetzt leadet, bringt es nichts, ihm ein EP-Teiler zu geben. Aber ich gebe ihm mal den Seidenschal zurück. Also ich weiß nicht, ob hier... Zumindest liegen hier keine Speedrun-relevanten Items. Aber ich guck mal. Yeah! Hast du aber gleich zwei Routen, auf denen du was bekommen könntest. Eine Route. Die links von... Ist das Metaross City? Die links von Metaross City. Das sind Graspatches. Und rechts ist zwar auch eine Route, aber das sind keine Graspatches für mich erreichbar. Malvenfroh. Oh yes, Malvenfroh. Danke. So, wollen wir mal gucken, was die Entwicklung gebracht hat. Nicht rechts, aber oben. Da brauche ich den Turmeran, den kriege ich erst, wenn ich den Arenaleiter besiegt habe. Oh, ich muss meinen Counter wieder mal anmachen.
Irgendwas ist hier scheiße. Sorry, Leute. So. Was geht da oben ab für eine kranke Party, wenn ich fragen darf? Habe ich noch Fahrheiler dabei? Rollstuhl-Jojo ballert wieder durch hier. Doppelkampf. Der Typ links hat ein Lombrero und ein Blanas. Und der Typ rechts ist da normalerweise, glaube ich, nicht. Nee. Ich geh mal mit Jojo und Chimeraclaw rein. Zeigst du mir deine Pokémon nur ganz kurz? Ja. Okay, volle Kanne. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du verloren. Ah, Gitarrist. Gitarristen haben Elektro-Pokémon. Magnetido? Doppelkick. Das könnte der Gitarrist sein, der normalerweise da oben chillt, glaube ich. Über dem See. Von den Lombrero und seinen eventuellen Wassertanken habe ich jetzt tatsächlich eher weniger Angst. Könnte ihn very effective treffen oder normal? Was wäre denn besser? Okay, Spitzenangriff nehmen sich nichts. Stärke 70 oder Stärke 40 mit Step 60, also nehme ich Schnabel. Ja. Ich ziehe von Küche ins Schlafzimmer um. Okay. Ja, damals war das noch sehr dumm in den Doppelkämpfen. Da musste man das Pokémon sofort auswechseln, wenn es besiegt worden war. Nicht erst nach Ende des Zuges. Was ziemlich scheiße gewesen ist, weil es dazu geführt hat, dass ein Pokémon immer auch einen Hit abbekommen hat. Obwohl es gerade erst reingewechselt wurde. Der andere hat gar kein Gras. Aber die Wüste zählt aber als eigenes Gebiet. Ziemlich sicher. Also das ist auch so eine Ortsangabe kommt sozusagen. Er hat immer noch ein Pokémon. Voltoball, der kann nur wegen Ultraschall nervig werden. Und Statik, hat das wie Statik? Ich glaube, das wird Statik. Chimera brennt. Yeah. Ich bin auch noch versucht, Sandwirbel zu erlernen. Gibt es irgendeine rationale... Nee, Energiefuchs hat mir schon mal den Arsch gerettet. Nee. Es gibt ja Trümmersteine dort. Naja, wenn ein zertrümmerer Pokémon uns angreift, haben wir eh keine Wahl. Ich sammle Trainer-Rufeinträge. Cool, Edwin, danke. Edwin! Wir haben Edwins Nummer. Ja, Sicko. Das sagt mir gar nichts aus. Ich werde davon nicht depressiv. Es macht mich stark. Ja, sag dir das mal selbst, wenn es dich glücklich macht. Tipps für Trainer. Der Gegner kann paralysiert oder im Schlaf versetzt. Okay, ja. Gut schon. Und vor uns liegt ein Beleber. Wüste wäre dann RIP, yes. Gut, wenn unter dem Stein einfach ein Kleinstein sitzt, würde ich mich trotzdem freuen. Aber Knackleon. Naja, dazu muss erstmal ein Pokémon
auch in Erscheinung treten, dass wir nicht fangen können. Oder dass unter dem Stein hervorlugt. Da unten ist der Beleber. What? Nani? Wo ist der Beleber hin? Ich meine, es bringt uns in dem Run eh nichts. Es ist im Prinzip kostenlose. Nicht ein kostenloses, sondern free money. Aber das nehme ich gerne mit. So, seltener muss ich. Vielleicht kommt ein Trainer mit einem Abra. Und ich habe jetzt keinen Paraheiler mehr. Ich meine, das Abra kann nur Teleport, aber es ist trotzdem scheiße. Jojo, du musst dich echt mal ein bisschen zusammenreißen hier langsam. So. Wo ist der Beleber? Hier lag hundertprozentig ein fucking Beleber. Das ist bestimmt. Das sind 750 Euro, glaube ich. Die hätte ich gerne. Hm. Oh! Eine Bikerin? Unkorrekt. Aber ich habe ja noch einen Hyperheiler gefunden, ne? Muss nicht zurücklaufen. Biker haben meistens Magnetilo. Also nehme ich ein Chimera-Claw an die Spitze. Ich bin vom Küstenradweg heruntergefallen. Und da ich diese Peinlichkeit vergessen will, musst du jetzt gegen mich kämpfen. Ach, es ist immer sehr schön, ein Spiel nochmal neu zu erleben, nicht wahr? Ich habe jetzt Smart noch nie gespielt. Mmh! Oh mein Gott, ist das eine geile Animation. Jetzt will ich einen Magnetilo haben. Das rastet ja mal richtig krank aus. Okay, sehr guter Damage-Test, by the way. Ich glaube, kann ich mir die Tastatur nicht einfach hier runternehmen? Kann ich, aber da habe ich die Maus noch da oben. Die Maus ist das eigentliche Problem, nicht die Tastatur. Ich so einen coolen Altar hier bauen. Oder laufe ich dann Gefahr? Ja, yep, ich laufe Gefahr, mein komplettes Setup zu ragen. Nee, nicht so gute Idee. Gibt es nicht irgendwelche Hotkeys, dass ich einfach auf... Nö. Naja. Und demnächst mal gucken. In der Wüste hätten wir echt alle noch nicht. Also wäre garantiert ein neuer Friendo. So, jetzt kann ich über nach vorne. Gebietsdude, ich habe deine Absichten vorhergesehen. Daher werde ich nicht verlieren. Okay. So, by the way, ich habe mir... Also, das Mario-Spiel ist heute angekommen. Das werden wir morgens streamen. Natürlich findet Outward und Luffy aber morgen einfach trotzdem statt, also... What? What? Okay. Puh. Hatte ich kurz ein bisschen Kacke in der Buchse. Mit dem PTSD-Counter kommt eh früher oder später jemand Neues rein. Abwarten. Abwarten. Man erschreckt sich immer, wie schnell das Spiel doch rum ist. Also die Hälfte ist... Ich könnte auf meine Timesplits gucken, aber ich meine, die Hälfte ist... Bei... Ich glaube, bei Norman ist schon die Hälfte. Oder bei Flavia. Letztendlich auch, wie es bei den Orden so ist. Aber... ja, das geht sehr, sehr flott. Du hast nur Carpador, du fuckst mich nur ab. Oh, Bären. Man berechnet, wie viele Trainer-Pokémon noch kommen. Das möchte ich gar nicht wissen.
könnte, wenn ich lange genug drüber nachdenke, zu einem Ergebnis kommen. Aber da ist Grinding ja noch nicht mit eingerechnet. 2 Straßen, eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Was billig? Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad volle Pulle den Radweg entlang zu düsen? Ne. Ah, hast du in letzter Zeit ferngesehen? Es gibt jetzt jede Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so cool, plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Du solltest immer mal wieder den Fernseher einschalten. Ja, beruhig dich. Daran merkt man, dass das Spiel alt ist. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Graphitport City zum Einkaufen fahren. Okay. Komm weg, Chimera-Claw. Muss die ganzen X-Items noch verkaufen. Bring mir ja eh nix. Wuhu! Die Leute nennen mich den Zertrümmerer, aber ich finde den Namen unterhalb an meinem Niveau. Ich verdiene doch wohl etwas mehr Respekt. Man sollte mich Zertrümmerer Meister nennen. Wuhu, deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Das sehe ich gerne. Hier, nimm diese VM. Zertrümmerer Get. Wenn du unterwegs auf große Felsbrocken stößt, dann nutze diese VM, um dir den Weg freizumachen. Jawohl, zertrümmert Hindernisse. Das ist meine Devise. Wuhu. Richtig, Brudi. Chillt hier. Heike? Ja. Mit seinem Trassler. Das kann man nein, erstmal schön zerbeißen gleich. Und dann haben wir einen neuen Encounter. Vielleicht wird's ja mal ein Edi. Wenn ich auf Statistiktausch Zugriff nehme, werden die neuesten Nachrichten aus Forsterhaven hochgeladen. Diese Daten decken sich nun mit denen meines Freundes. Cool. Der Mann dort drüben sagt vielleicht verrückte Dinge. Auf seltsame Weise ist er aber amüsant. Den werde ich wohl nicht vergessen. Hallo, ich bin der Händler. Willst du Dekorationen in den Tauschen? Nö. Oh, du überlässt mich meinen Blues? Yes. So, ach, das Rad holen wir uns noch, ne? Ich nehme das Kunstrad, weil ich keinen Bock habe, mit dem Allrad in irgendein Shit reinzufahren. Bei den Turbotreter, sie sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Nö. Stimmt das wirklich? Dann kannst du, glaube ich, keines meiner Fahrräder gebrauchen. Nein, war nur ein Scherz. Du kommst den ganzen weiten Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in deinen Haaren spüren. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es 2 verschiedene Räder gibt. Das Allrad und das Kunstrad. Allrad-R für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Kunstrad-R für Leute, die die Techniken des Radfahrens beherrschen wollen. Da ich ein richtig weiches Herz habe, darfst du dir eines aussuchen. Welches möchtest du haben? Kunst. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Okay. Ich lerne etwas über Räder, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, wie mein Rad fährt, da vorne findest du einige Handbücher. Okay. Keine Zeit, muss Trassler zerknuspern. Seien sie haben ihn geändert in Smaragd, weiß ich ja eben nicht. Plotwist, Brix trägt eine Haube, der spürt nichts mehr an. Ist das eine Haube oder sind das seine Haare? Ich habe mich das öfter gefragt, aber war nie interessiert genug, um mir die Frage auch selbst zu beantworten. Betoru! Och Onkel, bitte! Ich möchte in dieser Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte darf ich bitte! Oh, hör mal auf, Heiko. Seitdem du bei Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich da, ne? Wenn du plötzlich in so einer Arena antrittst, so. Ich bin nicht überfordert.
Weil ich die Kräfte von Trassler kombiniere, besiege ich jeden. Oh! Hi, Inferno! Seitdem wir das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Inferno, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Inferno, bitte, würdest du gegen mich kämpfen? Ja. Inferno, vielen Dank. Okay, ich komme. Wird zur Auras confirmed, dass durch den Contest-Outfit. Gibt es dich auch in 3D-Model in Pokémon Colosseum, wenn man mit dem Dude den Duell-Turm macht? Nein, es hat sich nichts verändert. Geil, okay. Los, Jojo! Zerbeiß das Vieh. Den komischen Pilz oder was das Vieh sein soll. Los. Ich finde, ganz viele Pokémon in Generation 3 sind nach dem Sound ihres Rufes benannt. Makuhita und Hariyama zum Beispiel. Makuhita macht Makuhita. Und Hariyama macht Hariyama. Trastler. Noch so ein paar andere, glaube ich. Matze will Stachelspore erlernen. Yes. Genauigkeit 75 ist halt auch eine Arschgenauigkeit, ne? Dann nehmen wir mal Fadenschuss. Raus. Ich habe deren Ruf nie deren Namen gehört. Ich zeig's dir gleich nochmal. Ich hab verloren! Also wenn mich diese Stimme nicht mindestens 3 Subscriber kostet, dann bin ich beleidigt. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Inferno, herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt von einem viel Unterschied. Man besitzt dich einfach nur ein Pokémon und lässt sie kämpfen. Oh, es wird mir schwer. Es wird mir sehr schwer. Um ein richtiger Trainer zu sein, brauchst du mehr. Hi. Oh, Heiko, oh, es ist halt nicht so niedergeschlagen sein, ne? Was will ich dir davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts, doch. Komm, wir gehen mal nach Hause. Da warten sie schon auf dich, doch. Oh, wenn du das mit deinem Rücken so weitermachst, der ist schon im Jahr kaputt, ne? Warum besuchen sie sich irgendwann mal einen Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Es ändert die Vergangenheit nicht, aber vielleicht die Zukunft. Hehehe, ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen, von Heike, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Yeah, das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Oh Gott, der Onkel hat eine schlimmere Stimme als Heiko. Findest du? Du findest die belehrende Besserwisser mit 40er Dorfmann-Stimme nerviger als Heiko? Der Stalker ist mir unangenehm. Yes. Ich bin jetzt bei der letzten Staffel von Brooklyn Nine-Nine angekommen und ich bin sehr traurig darüber tatsächlich. Brooklyn Nine-Nine ist eine sehr, sehr gute Serie, die ich nur jedem sehr empfehlen kann. Ich sag das oft, aber sehr, sehr geil das Ding. Staffel 6 hat nur 10 Folgen. Entweder es kommt noch was nach. Oder wegen La Cordron haben die halt weniger am Stüssel dieses Mal. Was halt sehr schade wäre. Also erstmal kriegst du meine ganzen Sachen hier. Angriff plus brauche ich nicht. Das Abwehr brauche ich nicht. Spezial brauche ich nicht. Sternstaub brauche ich nicht. Okay. Mehr war nicht meins. Man muss dem eine Chance geben.
Oder meinst du den Tatortreiniger? Am Anfang dachte ich, okay, es ist eine coole Serie zum im Hintergrund beschallen. Mittlerweile ist mir der ganze Cast sehr ans Herz gewachsen. Ich gucke das sehr gerne. Es ist wie eine Sitcom zu gucken. Brooklyn, nein, nein. Ja, weil du keine Ahnung hast. So nämlich. Ich habe kurz die deutsche Synchro angemacht und hatte kurz Ohrenbluten. Vielleicht liegt es ja daran. Habe ich halt überhaupt. Okay. Got you. Ey, lass mal ein bisschen spielabhängig werden jetzt hier. Was gibt's denn eigentlich für Belohnungen? Oh, ich habe noch keinen Münzkorb. Nevermind. Können nur TMs oder Beeren sein. Und oder. Route 117. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte es eine Attacke, die ich ihm überhaupt nicht beigebracht habe. Ich war total überrascht, ey. Oh. Marathonläufer. Ich will erstmal den Encounter machen. Das wird tatsächlich gerade etwas wichtiger. Okay, Jojo ist, glaube ich, gut zum Anditschen. Los geht's! Das war irgendwie zu erwarten. Okay, wer möchte Mirapla sein? Maybe wird ein ein Gifloor oder ein Ohr. Ich muss aufpassen. Oder ein. Boah, ist mir fast schon zu riskant. Und die Mirapla hat eine gute Catchrate, glaube ich. Oder ein Brubella draus. Gifloor oder Brubella? Gifloor oder Brubella? Es wächst, indem es Mondlicht absorbiert. Tagsüber vergräbt es sich und nur sein Blatt schaut heraus, um nicht von Feinden geortet zu werden. Wer wird jetzt, Mirapla? Kommt schon, Leute, sagt es jetzt, dumm. Oh, ich hätte fast meinen Fernseher umgerackt. Haha. das entsprechende Sprite dafür raus. Leider vorerst kein Edi. Soll ich in der Gruppe fragen? Ja, kannst du machen. Ist halt scheiße, wenn keiner kommt. Also, das heißt keiner. Aber, ja. Alle, die da sind, auch schon Pokémon sind. Koko ist noch keins. Koko will Fukano haben, aber das gibt's in der Edition nicht. Auch Koko kann Mirapla werden, wenn es will. Wenn Koko will. Lüge, was Lüge? Wer ist denn noch? Und Propemont. Ja, Britta, Jessie, stimmt. Edi muss Zickzacks werden, das geht leider nicht anders. Koko und Danzy, yes. Edi sagt Sandra wie immer. Ich vergesse immer, das stimmt doch überhaupt nicht. Hallo, hallo Blue Yeti. Das ist überhaupt nicht wahr. Möchtest du Mirapla sein? Komm, ich mach dich zu Mirapla. Soll keiner sagen, er wird dir vergessen. Ja. Soll keiner hier vergessen werden. So. Oder möchte wer anders Mirapla sein? Doch, auch schon beim 24 Stunden. Ich hab dich fucking Groudon genannt. Also, Groudon habe ich nach dir benannt.
muss kurz meinen Pullover ausziehen. Ist richtig durch hier. Vor Hitze. Weiß nicht, was machst du daraus? Ein Giflor oder ein Bluebella? Das kann sich die Person von mir aus aussuchen. Wobei... Ja, Denzi, möchtest du Mirapla sein oder nicht? Bluebella ist leichter zu bekommen. Ja, aber mit den... Also, bis wir die Möglichkeit haben, eins von beiden zu bekommen, ist es ohnehin Latte, glaube ich. Zuerst stinke ich und dann bin ich wunderschön. Okay, das nehme ich als eindeutiges Ja. Ich glaube, Giflor ist nützlicher. Es hat zumindest höhere Typresistenzen, ja. Oder mehr Typresistenzen mit Gift, aber dafür auch mehr Schwächen. Und es hat halt Zugang zu Giftattacken. Okay. Denzi, willkommen im Team. Kriegst du ein Item? Nein, was ist das für ein Wesen? Kühn. Ist das nicht ein neutrales Wesen? Okay, jetzt gehe ich zurück ins Pokémon-Zentrum, oder? Muss ich das überhaupt? Ja, Denzi würde ich schon gerne heilen. Just in case. Oh, hallo Inferno. Ich muss dir was erzählen. Mein Onkel hat mir einen Pokémon abgegeben. Nun kann ich mit dir reden, wann immer ich möchte, Inferno. Heiko wurde im Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Ich kann nicht löschen, unkorrekt. Ich kann die alle nicht löschen, ne? Hm. Hm. Der ist Afaik. Schon vor Baumhausen. Yes, muss runtersurfen. Alle anrufen und sagen, ich habe keine Zeit zu telefonieren. Yes. Oh. Okay, es tut mir zwar leid, Chimeraclaw. Es wird langfristig vielleicht etwas schwierig für dich, den PTSD-Counter zu aufrechtzuerhalten, aber ich brauche deine Stärke nochmal für die Elektro-Arena, für die ganzen Stahl-Pokémon. Da kommt nämlich so ohne weiteres leider keiner durch. Bist du nicht auch Typ normal? Ja. Überhaupt keinen Mehrwert, dass die ganzen Pokémon auch Typ normal sind. Die ganzen Flug-Pokémon. Pokémon müssen stark sein. Ich möchte, dass du mich trainierst. Okay, Igor. Whatever you say. Nirvebeere. Komm jetzt langsam in die Bären-Range, die einem nichts bringt. Nur für Knurspe gut sind, beziehungsweise wie wurden sie doch gleich genannt? Riegel. Pokekriegel. So. Doppelkampf da oben. Ich habe mein Pokémon in der Pension abgegeben. Als ich es wieder abholte, kannte er seine Attacke, die ich ihm nicht beigebracht habe. Ich hab's verklagt. Okay, Gotchu-Fan. Okay, Chimeraclaw und Jojo. Halt, bist es halt immer noch nicht sehr effektiv gegen Stahl, was so dumm ist. Ja, Matze kann ich komplett vergessen und Limali. Ja. Hm.
Ich werde mich mit meiner Super-Senior-Partnerin verbünden und siegen. Ich kann Psy-Strahl. Ja, der ist doch aber auch nur 10 Punkte stärker als Confucio, oder nicht? Das war das schlimmste Feature. Zum Glück haben sie das rausgenommen. Nee, ich fand Wettbewerber auch cool. Ein Hoher hatte über 40 Bänder. Einfach alles platt gemacht, der Junge. Oh, Marquita ist etwas scary. Okay. Wow. Okay, Jojo, nehme ich. Keine Widersprüche. Ist Konfusion hier nicht 40? Ne. Das können wir nicht auf sich beruhen lassen. Wir werden wieder gegeneinander antreten. Okay. Ziemlich sicher, dass Konfusion einfach Stärke 50 ist. Yes. Und Psy-Strahl 60. 65 sogar. Psy-Strahl sagt eventuell Spezialwert. Das ist nicht richtig. Zumindest steht es hier nicht. Psychokinese macht das. Aber es sind halt 15 Strengte mehr und durch den Steps sind es quasi 30. Du, würdest du gegen meine Pokémon kämpfen? Yes. Bist du Züchter? Du bist Züchter, ne? Ah, Züchter sind scheiße. Züchter haben viele, aber schwache Pokémon. Das heißt viel PTSD für wenig Erfahrungspunkte. Super unsexy. Super unsexy. Auch einer der schlimmsten Trainer, den man begegnen kann in einem Speedrun. Der steht normalerweise vor Wiesenflur. Umzäunt. Einfach weil er lange. Also man hat keine Chance, also man hat nicht die Chance, gegen den zu verlieren. Aber es dauert halt einfach so unfassbar lange, den zu rasieren. Miracle wird alsbald einstellig. Ach, das ist der Züchter Blasius, stimmt. Der ist im Rematch ziemlich cool, weil er ein voll entwickeltes Team hat, wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin voll gefreut, wenn der kämpfen wollte. Nicht zweistellig, was habe ich gesagt? Dreistellig? Ja, lol, ey. Einstellig. Oh. Ja, ich bin halt auch ein bisschen dumm geworden, aber. Über die Hälfte. Lol. Okay, ich sollte den EP-Teiler vielleicht mal verschieben. So viele Trainer kommen nicht mehr. Ich werde meinen Trainingspensum verdoppeln. Wir sollten bald mal wieder kämpfen. Hurra, ich habe die Telefonnummer von Blasius. Aber die Erfahrungspunkte Matze zu geben, macht jetzt gerade nicht so viel Sinn. Wie kann Jojo tanken? Nur ein bisschen mehr als Jungblut. KP-Base ist sogar dieselbe. Also nicht die Base, aber aktuell die KP sind sogar dieselben.
Entscheidung ist halt ultra weak bei dem, aber... Egal. Das ist eine Evolution auf der dritten Stufe. Und das Ding überholt wenigstens. Es sollte nicht dazu gekommen, Super Mario zu kaufen, Mairo zu kaufen. Ja, ich habe auch erst überlegt, ob ich es mir downloade, aber ich habe schon so viele Spiele runtergeladen. Und ich bin eigentlich voll der physische Junge und so, weißt du ja. Da konnte ich nicht anders. Oder DJ Bobette für Flavia. DJ Bobette kriegt den EP-Teiler nach der Strom-Arena. Der Elektro-Arena. Nach Walter. Ich trainiere mit meinem Pokémon und bin mit meinen Fähigkeiten echt zufrieden. Ich habe mir zu viele Spiele geholt. Ich will das nicht nur für Multiplayer kaufen. Alles gut. Langt ja auch gar keiner. Okay, dann ist Denzi oder wer? Nee, du. Wie mal die. Auch den, schön den letzten Squeeze rausziehen an Power, den ich vor Walter noch bekommen kann. Madodo mich überholt. Aber ja, du hast schon diesen Monat genug für Multiplayer ausgegeben, der dir da nicht so viel gebracht hat. Du scheinst ein sehr gutes Training zu haben. Ich würde gerne später wieder gegen dich antreten. Danke, Jota. Bist du auch ein Gegnerz? Warst du auch ein Gegnerz? Nein. Die Luft hier ist wunderbar fresh. Was macht ihr da? Oh, ich kann mir aussuchen, mit wem ich Doppelkämpfe mache. Aber ich will ja gar keine Doppelkämpfe machen. Konzentration auf den Sieg. So kämpfe ich. Mir ein unangenehmes Gespräch erspart. Yes. Das Mario-Spiel ist das. Okay, ich hab mir Outward geholt, aber Outward für, weiß ich nicht, 12 Euro oder so. Also halt nicht Full Price. Darum konnte ich da so ein bisschen. Konnte ich da mal. Trend-Streamer sein morgen. Ist das nicht nett? Ja, das ist nicht nett. Zu kämpfen, während man sich schöne Blumen anschaut. Ich hab 9 für 60. Worwe für 75, Nio 60, damn. Outward kostet gerade 16. Ich meine, ich bin mir sehr sicher, ich habe für Outward 12 bezahlt. Euer Streamer in der Pause unbedingt WhatsApp-Gruppe gucken. Okay. By the way, Denzi, ich habe dein Zeug gelesen, also dein Vorschlag. Ich habe ja auch geantwortet. Glaube ich. Habe ich? Weiß ich jemand, der ja nicht mehr. Das Problem sind nur die Slots. Es gibt fast keine freien Slots mehr. Ich würde das unfassbar gerne spielen, aber... Allein der RPG-Maker nimmt den ganzen Tag ein. Montag, Mumpels und Montag. Freitag, Warlock. Der einzige Tag, der noch frei ist, ist halt samstags. Und da habe ich jetzt gerade auch schon Spiele, die ich spiele. Also müssen wir mal gucken. Weiß halt nicht, ob ich mit dem RPG-Maker erstmal weitermache oder ob ich den erstmal freezen soll. Bis wir wieder Bock drauf haben. Ich werde dir die verborgenen Kräfte der Psycho-Pokémon zeigen. Oh. Zu kämpfen wäre, wenn sich schöne Blumen schaut. The fuck. Die sind halt alle krank in dieser Welt. Die sind alle krank und gestört.
So ist das im Krieg. Yes, sie können nur noch an Töten. An Töten und Kämpfen denken. Töten und Kämpfen. Psycho-Panella. Richtig Psycho. Psycho-Pokémon sind komplexe Wesen. Dann solltest du dir auch welche fangen. Hab ich schon. Kein Problem. Du bist ein Sammler, ne? Du hast immer zwei von... Also, paar Pokémon. Das heißt, du hast Illumise und die Band Fallbeat. Eins war ich Käfersammler. Heute bin ich Käferfreck. Aber meine Liebe zu Pokémon hat sich nicht verändert. Oh, Käferfreck haben andere. Ah, okay, das ist Pudox und Papinella, Gott schon. Volumise und Illubeat. Yes. Sehr effektiv, inklusive Stab, No-Brainer. Wow. Wow! Okay, ganz kurz. Hat mein Hart gestoppt. Ich glaube, ich nehme tatsächlich immer auch gleich mal den EP-Teiler weg. Ich habe schon wieder dasselbe Problem mit, wie immer, ein Diamant per Platin. Oh, I forgot about that! Oh! Stirb, Papinella, stirb. So eine Platin so schnell unterlevelt? GOGs. Oh, Burkhardt. Meine Untergeschicklichkeit ist auch ungebrochen. Jetzt nehme ich aus genau dem Grund der Angst der Unterlevelung und der Notwendigkeit des Grindens, nehme ich lieber den EP-Teiler weg. So, Level 24 Jungblut wär schon nicht unsexy. Noch eine Züchterin, kannst du irgendwas? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Ich habe sie. 5002 Aufrufe. Wir haben die 5002 Aufrufe-Marke. Also, die 5002 Aufrufe-Marke. Geknackt. Das können wir übertrieben feiern. Ich kann jetzt aufhören zu streamen. Ich bin jetzt offiziell Fame. Ich habe sie alle selber gepflanzt. Züchter platt machen. Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon auch richtig aufgezogen hast. Merits Animation ist auch süß. Sus. Schon mal Pizzarender, alles klar. Hast du noch Wasser-Pokémon? What the fuck? Was nervst du? Hier ist so ein Doppelkick in dein Gesicht. Ich trete den Fisch. Habe ich schon von meinen fast festgefrorenen Rohren erzählt? Ja, habe ich, ne? Wir haben beide immer noch minus 5000 Grad draußen, also.
sehr unangenehm. Aber auch sehr angenehm, wenn man einen Spaziergang macht zum Beispiel. Heute war ein sehr schöner Tag, aber ich hatte tatsächlich leider keine Zeit, vor die Tür zu gehen. Den ganzen Tag hier an dem Opening gesessen und an dem Rest vom von dem Karpfen Noctem Video. Ist ja sowieso alles schon sehr schwierig und knapp geworden. Ja, sie sehen sehr gut aus. Ja, thank you very, aber. Ich freue mich, einen so hervorragenden Trainer wie dich getroffen zu haben. Alter, ist das hier Tinder? Die Tinder-Route oder was? Die wollen alle nur ficken, ficken, ficken. Ist ja schlimm. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wäre bei diesem Level 1 Spam, Level 11 Spam nicht Jojo besser gewesen? Ist egal. Es zieht ja jedem früher oder später PTSD auf Null. Und ich muss halt, ich muss Chimera Claw stark genug für den Donnerjungen kriegen. Du kannst ja nicht Trainer nennen, wenn du nicht an deine Pokémon glaubst. Nur diejenigen, die an ihre Pokémon glauben, werden am Ende siegen. Okay. Es gibt eine Attacke, die stärker wird, wenn du sie mehrmals hintereinander einsetzt. Zollklinge! Sie ist so ein Typ Käfer und mega cool. Oh, du bist ein Tutorjunge? Es gibt Tutorjungen hier. Mhm. Das muss ich mir merken. Ja, gut, das ist im Prinzip einfach nur die Verbesserung, die die Remakes gebracht haben. Also Fire Red und Leaf Green auf Rubin und Saphir drauf gedrückt. Pokémon Liga muss die Top 4. Yes, yes, yes. Der Wind steht immer so günstig, dass die Asche vom Vulkan nie hierher geweht wird. Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch den schwachen und kränklichen Menschen. Also Heike! Ich habe gegen dich verloren, Inferno! Aber das trübt mich nicht. Ich habe ein neues Thema im Leben. Zusammen mit meinem Tesla mache ich mich auf, die Arena herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Halte mich ruhig im Auge, Inferno. Bald bin ich stärker als du und dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Okay. Oh, Inferno, ne? Findest Heiko nebenan, ne? Es gibt dir etwas, was ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei dem, ne? Und nicht nur die natürliche Umgebung, auch Löcherbuddel im Garten hat ihm sehr geholfen, ne? Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er... Oh, wow. Damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt, deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Ja, da bekomme ich Stärke, aber ich kann es da drüber noch nicht einsetzen. Zeig mal bei deinem Pokémon, ich prüfe, wie sehr es dich mag. Okay. Chimera möchte von mir verwöhnt werden. Gotchu-Fan. Siehst du die Hülle neben dem Pokémon-Supermarkt? Es ist ein Typ drin. Yes, I know! Ich habe außersehen das Flummel da drin getötet. Meine Pokémon und ich haben gerade eine Gewinnerserie, daher werde ich nun meinen Auftritt im Kampfcamp haben. War ich schon im Pokémon-Center? Ja, war ich gerade drin, wegen dem. Tutor, boy. Ich gehe mal da rein, weil da ist auch ein Wanderer und ein Item, glaube ich. Unten links. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Einen Bergfreund. Warum nennt man da nicht auch ein Pokémon in den Bergen ein Berg-Pokémon? Wann das nicht? Yep. Damit kann ich arbeiten. Evin. Nee, das sind Gestein-Pokémon. Ja, I know, aber
Gab es nicht sogar buchstäblich ein Bergdex im Carlos Pokédex? Ja, ich glaube, der Typ hat nicht gerade viel Licht am Fahrrad. Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage, die ich dir sehr hart klauen werde. Sehr nice. Meine Pokémon haben alle Energie verloren. Sie haben das Projekt hier eingestellt, um die Pokémon zu schützen, nicht wahr? Eine Hörung des Stormy. Ja. By the way, mein Bürostuhl sackt wieder ganz langsam ab. Immer nur so in Buff-Sequenzen, so Buff. Buff, aber immer nur so ein bisschen. Es ist sehr, sehr. Ja. Ablenkend. Keine Ahnung. Es nervt doch irgendwann, weil es voll lange dauert, bis der Stuhl ganz unten ist. Ich könnte das einfach korrigieren, aber ich habe keinen Bock. Ah, hier kriegt man nicht auch das Schattenglas hier? Oder war das in Gold und Silber? Ich verwechsel das natürlich sehr gerne. Und irgendwo aus einer Höhle raus und dann ist da ein Dude und der gibt einem Schattenglas. Weil er seins verloren hat. Nein, er hat seins verloren und hinter ihm liegt es dann quasi unsichtbar. Ist nicht hier? Ich habe eine Brille fallen lassen, yes. Ha! Ey, macht man auch, das nervt voll, ne? Ich habe meine Brille fallen lassen, kannst du mir helfen, sie zu finden? Deine Brille, darf ich sie mal kurz ausprobieren? Das ist ein Schattenglas. Das habe ich nicht gesucht. Vielleicht ist meine Brille gar nicht hier zu finden. Soll der Gag sein, dass der Sprite eine Brille hat und er seine Brille einfach auf hat? So wie Brillenträger manchmal ihre Brille suchen, obwohl sie sie gerade auf der Nase haben? Ja, und erschreckt auch etwas. Yes. So wie man sich jedes Mal wieder ein bisschen erschreckt, wenn man Schluck auf hat. So. Ne? So, mal ganz kurz so die Pupillen weitet. Nicht so schlimm, aber vergleichbar. Ihr seid so tief gesunken. Yes. Wie gesagt, Warlock-Episoden lasse ich immer 1,5 Stunden nur laufen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Und in der Zeit überlege ich mir, warum mich keiner mehr guckt. 7 Zuschauer. Ich raste aus. Ohne Scheiß, wenn ich nicht mindestens 800 Zuschauer habe, wenn ich aus der Pause wieder komme, streame ich nie wieder. Nein, das ist schon sehr seltsam, die Schwankungen. Das verstehe mal einer. Aber vielleicht ist ja morgen der Durchbruch. Ist ja morgen der Super-Streamer-Tag. Trend-Streamer spielt Mario und schreit anderen Streamer an, weil der ihn behindert. Also ich bin der angeschrien wird von Matze. Weil ich Matze übertrieben nerven werde morgen, wenn wir morgen Mario spielen zusammen. So. Matze, spring rüber. Nein, das schaffe ich nicht. Doch, ich kann dich ja werfen. Ja, okay, dann werfe ich ihn einfach in die andere Klippe. Oh, das wird richtig witzig. Ich freue mich. Aber psst, sag ihm nix. Als ob ich dich einschreien würde, du Opfer. Hallo Matze, schön, dass du da bist. Es erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe das mit Alex auch schon durchgespielt auf der Wii U. Und ich hatte einer der schlimmsten Love Rashes meines Lebens, weil ich hatte das Gamepad und Alex hatte den Pro Controller. Und man kann auf dem Tablet, musste man auf dem Tablet damals Plattform aktivieren, also die fuhren dann so raus. Und oder halt rein, wenn man nochmal drauf gedrückt hat. Und ich habe gesagt, okay, spring rüber, ich aktiviere dann die Plattform. Hab die Plattform vorher aktiviert, damit Alex dann auch springen konnte. Alex springt rüber und in der Sekunde mache ich die Plattform weg. Der fällt in seinen Tod. Ich hab so gelacht, ich fand das so witzig. Aber gut. Okay. Da fällt mir auf, ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, I know that feel, bruh. Wenn du Mario streamst, sind auf jeden mehr da. Weil Trendy, niemals. Niemals. Ich muss schon Undertale oder Dark Souls spielen. Vorher wird das nix. Jedes Mario ist mehr gegeneinander als Koop. Und darum wird es mega witzig. Und allein darum wird es schon mega witzig. Ja. Mal gucken, vielleicht starte ich irgendwann mal
kann, vielleicht mache ich den März zum Wahl. März. Was kann man da für ein Mordspiel draus machen? Ein Mordspiel. Was für ein Mordspiel kann man aus März machen? Miral-März. In dem es darum geht, dass ich nur virale Titel spiele, um zu gucken, was passiert. Das würde mich sehr interessieren, tatsächlich. Nichts so witzig wie Overcooked 2 witzig sein könnte. Maybe. Merzio. Nee, es geht nicht um Mario. Es geht darum, damn good Twitch Money abzustauben. Mainstream. Oh! Oh, und dann mache ich darüber ein Video, nenne es Social Experiment, mache einen roten Kreis ins Thumbnail und pack das auf YouTube. Weißt du, beide Bases covern und so. Fuck. Und in andere Streams reingehen und fragen, ob man followen kann. Und in andere Streams reingehen und fragen, ob man nicht auch mal in den Stream gucken will. Und unter andere YouTube-Videos kommentieren. Hey, ich mache auch was mit Pokémon. Wollt ihr nicht bei mir auch subscriben? Boah, so full on Leech Life gehen. Der ja. Okay, egal. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause. Ich bin in 7 bis 10 Minuten wieder da. Ihr kennt das Spiel. Ich muss es nicht immer wieder ankündigen. Bis gleich.